Herzlichen Dank, Herr Parlamentspräsident Cuvier, für Ihre guten Worte. Sie haben gemerkt, dass Sie die Seelen der Menschen hier getroffen haben. Wir alle danken Ihnen für Ihr Engagement und wir danken dem ungarischen Parlament und dem ungarischen Volk für seine Zugewandtheit. Und nachdem ich jetzt mein Geburtstagsgeschenk gehört habe und Sie es mit mir hören konnten, darf ich mich nochmal bei Ihnen, lieber Professor Siegfried Matthus, ganz, ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Volkslied-Trilogie, die fantastisch gespielt wurde von den Potsdamer Turmbläsern. Ich bin überzeugt, davon, dass es nicht zum letzten Mal zu hören war. Ich nehme an, Stefan Griegert, der Vorsitzende der Landsmannschaft der Ostpreußen, überlegt schon, wie er es für den nächsten Ostpreußentag auch gleich arrangieren kann, das vorzutragen. Aber es ist ein schönes Geschenk für uns alle in Deutschland. Meine lieben Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 1950 schon wird der Tag der Heimat bundesweit von den deutschen Heimatvertriebenen begangen. Und wir gedenken dabei der Flucht und Vertreibung aus der Heimat. Wir erinnern an die Massendeportationen, Todeslager und Zwangsarbeit für Deutsche. Und wir richten natürlich den Blick in die Zukunft. Und Ihnen, sehr verehrter Herr Weihbischof Hauke, danke ich für Ihre innigen Worte, die auch Trost und Zuversicht sind, die aber auch uns mahnen, dass wir an der Seite der Vertriebenen dieser Welt stehen, die es zu viele gibt, leider. Herzlichen Dank. Und natürlich gehört unser Mitgefühl an diesem Tage insbesondere den Menschen, die im Irak um ihr Leben fürchten, aus Glaubensgründen vertrieben werden oder ihren Glauben wechseln müssen, wenn sie nicht ermordet werden wollen. Wir stehen an der Seite dieser Vertriebenen und aller Vertriebenen, die es weltweit gibt. Aus eigenem Erleben, aus eigenem Mitempfinden können wir nachfühlen, wie es den Menschen geht. Dieser Tag der Heimat findet in einem großen historischen Erinnerungsjahr statt. Wir lesen ja fast jeden Tag in der Zeitung darüber. Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Vor 75 Jahren wurde der Zweite Weltkrieg entfesselt. Und vor 25 Jahren dann das Wunder, der Fall der Mauer. Und diese Marksteine der Geschichte berühren uns im Bund der Vertriebenen ganz besonders. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, brachte bis dato nicht gekanntes Leid für die Betroffenen. Aber er legte auch den Grundstein für den Völkermord, zum Beispiel im Osmanischen Reich, für erste große Massenvertreibungen in Mittelosteuropa. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurden alleine aus Westpreußen und Oberschlesien weit über 500.000 Menschen in das geschrumpfte damalige Deutsche Reich vertrieben. Die kurzsichtigen und folgenschwere Friedensverträge von Versailles, von Saint-Germain und von Trianon, die veränderten Europa in seinen inneren Grenzen dramatisch und legten die Zündschnur gegen einen dauerhaften Frieden. Minderheitenrechte, die gab es, aber weitgehend nur auf dem Papier. Die Archive des Völkerbundes machen das sehr deutlich. Die aus dem Ersten Weltkrieg hervorgehende Weimarer Republik wurde in ihrer Schwäche zur Beute Adolf Hitlers und das Grauen der nationalsozialistischen Diktatur, für die Auschwitz zum Synonym wurde, und der von Hitler entfesselte Zweite Weltkrieg mit seinem grenzenlosen Leid für die Völker Europas haben bis heute tiefe Brüche, tiefe Risse in den Herzen und in den Seelen der Menschen hinterlassen. Und das sage ich nicht ohne Bedacht, weil es mich jedes Mal von Neuem ergrimmt. Ich sage es ganz deutlich so. Mit 1945, aber dem Ende des Zweiten Weltkrieges, hatten Unmenschlichkeit und Grausamkeit noch immer kein Ende.
Stalins harte Faust legte sich über Mittel- und Osteuropa und raffte Millionen Menschen vieler Völker dahin. Flucht und Vertreibung der Deutschen, aber auch von Italienern, Polen und Ungarn waren brutalst im Gange. Und es waren fast 15 Millionen Deutsche, die ihre Heimat verloren haben. Theresienstadt war auch nach Hitler grausam und tödlich, so wie hunderte anderer Lager. Und die Völker jenseits des immer undurchdringlicher werdenden eisernen Vorhanges lebten bis 1989 unter kommunistischer Herrschaft. Für die Vertriebenen und für die unterdrückten Völker klingt deshalb die sehr eindimensionale und die leider immer wieder zu hörende Vereinfachung des 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung wie ein Hohn auf ihr Schicksal. Denn Menschlichkeit und Menschenwürde, denn Menschlichkeit und Menschenwürde hatten auch danach in weiten Teilen Europas über Jahrzehnte hinweg, das waren leere Worthülsen, sie hatten keinen Raum in diesem Teil Europas. Unmenschlichkeit und Grausamkeit an Schuldlosen waren noch immer nicht verbannt. Der russische Schriftsteller und Humanist Lev Kopelev, den ich persönlich noch kennenlernen durfte, bewertete aus seiner russischen Perspektive den 8. Mai mit dem Kriegsende als zweischneidig. Er begründete sehr rational, ich zitiere, einerseits bedeutete er auch für uns die Erlösung von allen Kriegsnöten und Gefahren, mit denen das Hitlerreich die Menschen bedroht hatte, andererseits aber wurde er zum Triumph eines anderen totalitären Reichs, das eigene und benachbarte Völker brutal unterdrückte. Und er schrieb weiter, nun behauptete sich die sozialistische Sowjetunion ohne überflüssige Dekoration als eine imperiale, bürokratisch-polizeilich staatskapitalistische Macht. Der Weltkrieg, so Kopelev, wurde fortgesetzt mit anderen Mitteln als kalter Krieg in Europa. Und Deutschland, meine lieben Freunde, war von beidem betroffen. Es war, wie Theodor Heuss sagte, erlöst und vernichtet in einem. Der westliche Teil und die dort Heimischen, nicht die Vertriebenen, konnten sich sehr bald als befreit fühlen. Mittel- und Ostdeutschland aber gerieten unter die kommunistische Knute und Stalins Herrschaft lag über halb Europa. Und warum erinnere ich daran? Die einseitige Sicht, den 8. Mai 1945, das Ende des Zweiten Weltkrieges als den Tag der Befreiung zu bejubeln, ist eine rein westliche Sicht und deshalb sage ich schlichtweg unanständig, weil man die Nöte der anderen übersieht. Keinem Menschen, der sich ganz Europa nach diesem Tage betrachtet, kann eine solche Formulierung über die Lippen kommen. Die Tragik der Jahrzehnte danach war, dass elementare Menschenrechte auch weiterhin für einen erheblichen Teil Europas und für Millionen Menschen keine Gültigkeit hatten. In Mittel- und Osteuropa wurde der braune Hitlersozialismus, darf sich jetzt niemand aufregen, wenn ich das sage, ich kenne aber die Debatten in Deutschland, der braune Hitlersozialismus nahtlos durch einen Kommunismus zunächst stalinistischer Prägung abgelöst. Warum, meine lieben Freunde, hätten wir denn überhaupt in diesem Jahr Grund und Anlass, uns über den Fall der Berliner Mauer vor 25 Jahren, über den Zerfall des sowjetischen Imperiums und seines Einflussbereiches von Herzen zu freuen? Weil erst dadurch Freiheit und Menschenrechte auch östlich von Oder und Neiße wirklich möglich wurden. Es ist der 9. November. Es ist der 9. November 1989. Es ist der Tag des Mauerfalls, der das Ende des Zweiten Weltkrieges
auch für den östlichen Teil Europas eingeleitet hat. Und der 9. November 1989, das ist der Tag der Befreiung, der wirkliche Tag der Befreiung für die Völker und die Menschen ganz Europas. Immer wieder haben sich die Menschen in den Ostblockstaaten für ihre Freiheit erhoben, mutig erhoben. 1953, der Volksaufstand in der DDR. 1956, der Volksaufstand in Ungarn. Und ich höre, habe heute noch in den Ohren die Nachrichtensendungen, Fernsehen hatten wir zu Hause nicht, die Hilferufe aus Ungarn, helft uns, helft uns. Man konnte nicht helfen. 1968, der Prager Frühling in der Tschechoslowakei. 1980, Solidarność in Polen. Alle diese Freiheitsbewegungen wurden gewaltsam zerschlagen. Von 1989 aber, und darüber können wir uns von Herzen freuen, fegte der Geist der Freiheit die kommunistischen Regime weg und Europa wurde langsam frei. Das bedeutet aber 1989 für die Vertriebenen. Die Heimatorte wurden für uns leichter zugänglich und die dort verbliebenen Deutschen, sie durften endlich ihre Muttersprache wieder sprechen. Und es war von großer Bedeutung, es war so wichtig für die Menschen, dass Bischof Nossol in Oberschlesien die ersten Gottesdienste in deutscher Sprache halten konnte und wagte, in deutscher Sprache zu halten. Wir haben aber auch festgestellt, dass gleichzeitig viele der verbliebenen Deutschen hierher in die Bundesrepublik ausreisen wollten, denn nach den Jahren der Unterdrückung traute man dem Frieden noch nicht wirklich. Und seither sind mehr als 4 Millionen Aussiedler zu uns gekommen, überwiegend Deutsche aus Russland, aus Rumänien und dem heute polnischen Bereich. Und die Heimatvertriebenen von hier, die fahren seit vielen Jahren zigtausendfach in die Heimat, und zwar, das sage ich immer wieder, nicht mit der geballten Faust in der Tasche oder gar mit einem Sprengstoffgürtel, wie es in anderen Regionen der Welt manchmal der Fall ist, sondern mit einem offenen Herzen, zumeist auch noch mit Geld in der Tasche, und sie suchen die Gemeinschaft mit den Menschen, die heute dort leben. Und es gibt zum Glück, und ich freue mich darüber, Tausende von Kontakten von Mensch zu Mensch. Freundschaften sind daraus gewachsen. Wir nehmen Anteil alle miteinander, auch am schlimmen Schicksal unserer Nachbarvölker. Das will ich immer wieder sagen. Und es sind die Heimatvertriebenen, die seit Jahren den Dialog vorantreiben und Europa aktiv und menschlich mitgestalten. Ich erinnere auch gerne daran, dass wir seitens des Bundes der Vertriebenen eine eigene Veranstaltung gemacht haben, um an den Warschauer Aufstand zu erinnern. Und wir waren die Ersten und die Einzigen, die das hier in Deutschland gemacht haben, auch wenn sich manche darüber ärgerte. Und ganz im Geiste der Charta der Heimatvertriebenen, in der postuliert wurde, wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Das setzen wir Tag um Tag auch in die Realität um. Und das haben die Vertriebenen und die Aussiedler in den letzten Jahren mit großem Engagement auch gemacht. Wir wissen, wir brauchen das Miteinander der Völker, das Miteinander der Menschen, und wir wollen das Gegeneinander der Völker überwinden. Und von Mensch zu Mensch wächst dieses Miteinander auch wirklich tagtäglich. Und von Mensch zu Mensch gibt es zahllose, Tausende und Abertausende gute Kontakte.
Und immer mal, wenn ich einen meiner Vorsitzenden der Landsmannschaften sprechen wollte, dann ist der bestimmt in seinem Heimatregion und pflegt da irgendwelche Kontakte und ein gutes Miteinander auf Volksfesten, in Gottesdiensten, wo auch immer. Helmut Sauer ist ein leuchtendes Beispiel dafür, den erwischt man kaum noch hier in Deutschland, meistens in Schlesien. Die Brücken zwischen unseren europäischen Völkern sind umso tragfähiger, je offener der Dialog geführt wird. Und in vielen europäischen Ländern ist die Bereitschaft dafür vorhanden. Und ich stelle heute mit großer Freude fest, dass sich nur noch eine absolute Minderheit von Ländern ihrer historischen Verantwortung für die Vertreibung der Deutschen entzieht. Es gibt von offizieller staatlicher Seite der meisten betroffenen Länder inzwischen Zeichen des Mitgefühls und der Zuwendung. Und wir haben eben die Worte von Herrn Präsident Cuvier gehört. Er ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Und es gibt intensive Beziehungen zwischen Regierungen und unseren Landsmannschaften. Das ist eine hervorragende Entwicklung. An der wollen wir auch weiterarbeiten. Das Leitwort zu unserem diesjährigen Tag der Heimat lautet: Deutschland geht nicht ohne uns. Unsere Bundeskanzlerin ist in ihrem Kabinett umringt von Vertriebenen. Ich habe es namentlich deutlich gemacht. Warum geht Deutschland nicht ohne uns? Weil es einfach so ist. Deutschland wäre nicht Deutschland ohne die deutschen Heimatvertriebenen und die Aussiedler. Wir haben dieses Land mit aufgebaut, uns nicht wehklagend in die Ecke gesetzt, sondern einfach angepackt und geguckt, dass man irgendwie wieder ein Dach über den Kopf kriegt und das, was mancher Nachbar von sich gegeben hat, versucht herunterzuschlucken, obwohl ich immer wieder sage, meine Mutter jedenfalls hat bis zum Lebensende nie vergessen, dass ihr von einem Bauern gesagt wurde, Schleswig-Holstein, ihr seid ja schlimmer als die Kakerlaken. Aber das ist nur eine Facette, das Miteinander ist gelungen. In beiden Teilen Deutschlands, auch wenn unsere Schicksalsgefährten in der DDR überhaupt nicht über das, was ihnen widerfahren ist, reden durften. Das sogenannte Wirtschaftswunder der 50er Jahre, es wurde möglich und machbar in der jungen Bundesrepublik, weil die Vertriebenen mit angepackt haben. Und die Vertriebenen prägten auch den Wiederaufbau im Osten, in dem früheren Ostdeutschland der DDR, auch wenn sie ihr Schicksal nicht beklagen konnten. Die Heimatvertriebenen konnten trotz zahlloser Widrigkeiten in allen Lebensbereichen Fuß fassen. Ob in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, Politik, in der Kirche. Also es gibt so viele Bischöfe in Deutschland mit vertriebenem Hintergrund, Kardinal Meißner, Erzbischof Zollitsch und wir haben ja heute auch wieder einen vertriebenen Bischof gehört. Die Kirche ist sehr stark davon geprägt, aber alle anderen Lebensbereiche auch. Und Persönlichkeiten wie Paul Löbe, SPD oder Kurt Schumacher aus Westpreußen, Rainer Barzel aus Ostpreußen oder Erich Mende aus Oberschlesien, die beeinflussten bereits die Politik der jungen Bundesrepublik. Unternehmer wie die Familie Merkel aus dem Sudetenland oder, jetzt schmunzeln Sie nicht, Beate Use aus Ostpreußen, die schufen mit ihrem Engagement Tausende von Arbeitsplätzen. Sie haben einfach angepackt, haben geguckt, wo ist der Markt und wo der Markt ist, dann arbeiten wir und versuchen Firmen zu gründen. Und Vertriebene oder ihre Nachkommen prägen auch aktuell ganz aktiv unser Wirtschaftsleben. Zum Beispiel der VW-Chef Martin Winterkorn. Er ist Kind Ungarn-Deutscher und ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Wirtschaftsbosse hier bei uns im Lande. Und auch die Kulturlandschaft Deutschlands wäre ohne den Beitrag der Vertriebenen kaum denkbar. Nehmen Sie die Nobelpreisträger Günter Grass aus Danzig, Hertha Müller aus dem Banat für den Bereich der Literatur. Der Komponist Michael Jari aus Oberschlesien gab in den 50er Jahren den Deutschen mit seinen Schlagern Lebensfreude. Heinz Erhardt
Als deutsch-baltisches Kind mit seinem Humor prägte er eine Generation, eine Epoche. Schauspieler wie Armin Müller-Stahl aus Ostpreußen oder großartige Komponisten, zum Beispiel unser Freund Siegfried Matthus, auch aus Ostpreußen, war ja an der Collage zu erkennen jetzt. Oder der Schriftsteller Rüdiger Safranski. Kinder von vertriebenen Aussiedlern sind im öffentlichen Leben bis heute ständig präsent. Die Fußballtrainer Udo Lattek und Felix Magath mit ostpreußischen Wurzeln und das bekannteste Gesicht der Russlanddeutschen, Helene Fischer. Die meisten im Lande wissen nicht, dass sie eine Deutsche aus Russland ist. Und ich freue mich, dass heute noch eine hervorragende russlanddeutsche Gast bei uns ist, Ina Menzer, vielfache Boxweltmeisterin. Die Vertriebenen haben sich einfach durchgeboxt. Herzlich willkommen. Wer also genau hinschaut, ach so, und ich habe gerade vernommen, Peter Maffay aus Siebenbürgen wird heute 65. Jeder kennt ihn, aber wir sagen es auch nochmal. Und deshalb von hier aus herzlichen Glückwunsch, lieber Peter Maffay. All das macht deutlich, und Angela Merkel hat ja vorhin gesagt, man könnte eine lange, lange, lange Liste aufstellen davon. Was heißt das? Deutschland geht nicht ohne uns. Und das ist auch wichtig. Unser Tag der Heimat geht nicht nur die Vertreibungsopfer an, sondern er geht auch oder gerade die von diesem Schicksal verschonten Deutschland in Deutschland an. Und da hat sich das Klima in den letzten Jahren politisch doch geglättet. Es gab Phasen, da war es ungeheuer aggressiv und darum ist es gut und ich freue mich und begrüße, dass die Bundesregierung in dieser Woche den jährlichen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung beschlossen hat. Unser historisches Erbe umfasst ja alles, was den Menschen ausmacht. Alle Höhen, alle Tiefen, Wunderbares und auch Schreckliches sind uns aus vielen Jahrhunderten als Erbe mitgegeben. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen, sagte Goethe zu Recht. Und das trifft auch auf die deutschen Schicksale zu und unsere eigene Geschichte. Deshalb ist dieser Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung auch ein Erwerben dessen, was wir sind und was wir hatten und haben. Und es ist elementar für die ganze Nation. Damit ist auch ein sehr wichtiges Anliegen unseres Verbandes umgesetzt worden. Ein guter Tag für die deutschen Heimatvertriebenen. Nicht nur für alle Deutschen ist das ein guter Tag und für alle Vertriebenen. Und ich sage es noch einmal, weil es da Bedenken innerhalb unseres Verbandes wegen des Tages gibt. Der 20. Juni, Weltflüchtlingstag. Manche sagt, ja, dann gehen wir unter. Ich glaube, im Kontext mit den zahllosen Vertreibungen weltweit wird deutlich, dass die Vertreibung der Deutschen genauso ein Unrecht darstellen wie die Vertreibungen anderer Gruppen und anderer Völker. Und es wird deutlich, dass auch die Vertreibung der Deutschen völkerrechtswidrig gewesen ist und nicht, wie oft verkündet, die gerechte Strafe für nationalsozialistische Verbrechen. Und niemand wird mich, die ich im Deutschen Bundestag für die Universalität von Menschenrechten fechte, mit dem Argument von Ursache und Wirkung davon überzeugen, dass eine Barbarei die andere jemals entschuldigen kann oder rechtfertigen darf. Auch für die deutschen Vertreibungsopfer gelten natürlich die Menschenrechte, und zwar unabdingbar, uneinschränkbar und unrelativierbar. Von dem Deutschen Gedenktag an diesem 20. Juni geht diese Botschaft genau deshalb aus. Versöhnen diejenigen, die sich mit dem Datum nicht anfreunden können, unter dem Aspekt mit dem Datum. Ich bitte darum. Es ist wunderbar und ich bedanke mich bei den Bundesländern Hessen, Bayern und Sachsen,
dass sie unabhängig davon jeweils am zweiten Sonntag im September Landesgedenktage eingeführt haben, und um an ihre Vertriebenen und deren Leistungen zu erinnern. Und es ist ja sehr unterschiedlich auf Deutschland verteilt, wo Vertriebene hingekommen sind. Der Bund der Vertriebenen hat in den letzten Jahren durch enge Zusammenarbeit mit unseren Landsmannschaften und Landesverbänden sehr viel erreicht. Wir haben gemeinsam sehr, sehr viel erreicht. Und wir stehen mit unserem Verband und mit unseren Mitgliedern in der Mitte der Gesellschaft. Wir lassen uns weder von links außen noch von rechts außen missbrauchen. Wir sind ein überparteilicher Verband. Über einen längeren Zeitraum war das nicht so sehr deutlich erkennbar. Deshalb war es mir persönlich von Anbeginn ein Anliegen, den Dialog mit allen politischen Kräften wieder zu beleben. Und wenn ich meinen Freund Milan Horacek von den Grünen hier sehe, ist es ja gut gelungen, nicht? In vielen Bereichen. Die wichtigste gesellschaftspolitische Leistung der letzten 16 Jahre, das war die Gründung unserer eigenen Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen im Jahre 2000. Damit wurde eine Welle der Solidarität ins Rollen gebracht. Mit mehr als 450 Patengemeinden und mit 4 Patenländern fanden wir eine ungeahnte Unterstützung unseres Anliegens für eine dauerhafte Gedenkstätte in Berlin. Durch unsere Stiftung wurde auch der Anstoß gegeben, die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung als nationale Erinnerungsstätte im Deutschlandhaus zu schaffen. Und da wünsche ich mir wirklich, dass es noch ein wenig zügiger vorangeht. Es ist zu langsam, es ist mir zu langsam, es ist den Mitgliedern unseres Verbandes zu langsam. Es ist nötig, daran zu arbeiten. Und mit unserer eigenen Stiftung, die wir gegründet haben, haben wir erreicht, dass es jetzt 2 Stiftungen gibt. Es gibt unsere Stiftung und es gibt, was ich niemals für möglich gehalten hätte, eine Bundesstiftung, sodass es implementiert ist hier in der deutschen Hauptstadt. All dies ist gelungen, weil uns viele Menschen unterstützt haben, aus allen demokratischen Parteien und aus allen Gesellschaftsschichten. Es waren bekannte Persönlichkeiten und einfache Bürger, die uns zur Seite standen, und viele unserer Unterstützer sehe ich heute hier als unsere Gäste. Bei Ihnen allen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Sie standen an unserer Seite in guten, aber auch in extrem schwierigen Tagen. Und das tut nicht jeder. Deshalb doppelt herzlichen Dank. Seit 1998 bin ich nun Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Es ist ein Ehrenamt, von dem mir mancher abgeraten hatte. Ich habe mich der Aufgabe gestellt, nicht ahnend, was auf mich zukommen würde. Weil ich zutiefst davon überzeugt war, habe ich mich der Aufgabe gestellt, dass dieser Teil deutscher Geschichte und deutschen Schicksals unser gemeinsames gesamtdeutsches Anliegen werden muss und dass es dauerhaft in das Bewusstsein aller Deutschen zu rücken ist. Es waren Jahre, in denen wir gemeinsam im Bund der Vertriebenen wichtige Weichen für unseren Verband, aber auch wichtige Weichen für ganz Deutschland gestellt haben. Auch mein Ziel, ein vollständiges und wahrhaftiges deutsches und europäisches Geschichtsbild zu erreichen, das ist ein gutes Stück näher gerückt. Der Weg, er war oft steinig. Und es gab in stiller Stunde bei mir durchaus Momente, wo der Zorn über ungerechtfertigte Angriffe mit dem Verstand davonlaufen wollte. Ich sage nur, nicht immer, aber zumeist ist es mir gelungen, den Zorn zu bezähmen und den Verstand einzuschalten. In dem Bewusstsein, dass wir gemeinsam viel erreicht haben, dass die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und der gerade beschlossene Gedenktag unser Schicksal als gesamtdeutsche Verantwortung die nächsten Generationen tragen können, werde ich im November mein Amt in andere Hände übergeben. Wir haben hervorragende Leute im Bereich des Bundes der Vertriebenen, viele geeignete Persönlichkeiten. Das Präsidium hat bereits einen Kandidaten nominiert.
In diesen 16 Jahren gab es keinen einzigen Tag, den ich hätte missen mögen, selbst die härtesten nicht. Es waren Jahre, in denen ich von vielen Seiten herzliche Freundschaft und auch beständige Unterstützung erfahren habe. Es waren Jahre, in denen wir gemeinsam wichtige Weichen nicht nur für unseren Verband, sondern für das ganze Land gestellt haben. Diese 16 Jahre, ich sage es ganz offen, sie haben nicht Kraft gekostet, sie haben mir, was ich niemals für möglich gehalten hätte, Kraft geschenkt. Für viel Solidarität, herzliche Freundschaft möchte ich mich heute bei Ihnen allen von ganzem Herzen bedanken. Ich wünsche Ihnen und Deutschland alles Gute. Applaus